Na, ihr Ploppies? Mein Name ist Bilgor. Und mein Ziel ist die Weltherrschaft. Beziehungsweise eigentlich nur meine Farm, die ich unter Kontrolle bringen will. Ah, willkommen zu einer Folge. Goat Simulator 3. Wir schauen uns weiter die Gegend. Oh, verdammt. Weiter die Gegend an. Und wollen natürlich auch gucken, dass wir so ein paar Aufgaben erledigt bekommen. Das ist meine Markierung da hinten, wo wir jetzt als nächstes hinfahren. Und... Ach, geil. und anschauen, was wir da so für Aufgaben erledigen können. Das passt natürlich zu der Zunge hier. Geil. Okay. Und ich würde sagen. Oh, was sehe ich denn da? Eine Lava-Ziege? Eine Zombie-Ziege? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist sie wahrscheinlich nur wieder im Mehrspieler-Modus verfügbar. Hast du ein Foto von mir gemacht, du? Ist da einer drauf? Oder war das der Typ da drunter? Aber auf jeden Fall höre ich hier. Okay, bevor wir da drüber rüber gehen. Aha. Ich glaube, ich habe was. Ah, yes. Sorry, einmal bitte zur Seite. Danke. Nice. 1 von 6. Ach, Baustelle. Ah, alles klar. Okay. Wir können also in den jeweiligen Gebieten immer. Weil ich dachte auch 31 Trophäen wären ein bisschen zu wenig für die ganze Welt. Die Welt ist doch, wie gesagt, größer als ich dachte. Aber dann ist das immer nur für die jeweiligen Abschnitte. Und hier kann man 6. Schluss mit Grillen. Das ist mein Bauernhof. Oh, da unten ist ein Fahrzeug. Mein Bauernhof, und den werden wir jetzt wieder zurückerobern. Von den Farmern. Von den Schweinen. Von allen. Oh, ich entführe ihr Fahrzeug. Dankeschön. Hallo? Was soll das denn jetzt? Normalerweise kann man das doch entführen. Auch mit Raketenstiefeln hinter. Oh, ich nehme einfach hier ein Fahrzeug. Oh, ist das gemütlich. Oh, cool, der hat so ein. Aber tut mir leid. Auf meinem Grundstück sind Grillen und Trinken nicht erlaubt. Oh, was ist das denn? So Dracula-Mode. Und tschüss. Hupen. Das war so nicht geplant. Scheiße. Ja, also ich würde mal gerne wissen, ob die auch irgendwann kaputt gehen. So richtig kaputt gehen, also explodieren oder was weiß ich. Aber müsste eigentlich, weil an der Tankstelle sind die Autos auch kaputt gegangen. Oder LKW und... Yeah. Oh, verdammt. Kann ich das Auto retten? Warte, pass auf. Lick. Sportwagen geleckt. Nice. Ah, das ist ja cool. Okay, los geht's. Ab zur Markierung. Und hier die Werbung angucken. Was? All natural resources? Okay. Ach, das ist hier die Tankstelle. Nadel im Kistenhaufen. Finde die Badezimmerschlüssel. Oh, scheiße, wir brennen. Ja, hallo. Was ist das denn jetzt? Fernsehen hier? Tut mir leid, du brennst jetzt. Kann man das ausfahren? Ich will eigentlich nicht, dass das Auto kaputt geht, weil es ist eigentlich ziemlich cool. Es scheint vielleicht ein schnelles zu sein. Auf jeden Fall sieht es cool. Mit den Streifen aus. Was zur Hölle war jetzt das? So. Was passiert denn hier? Ach geil, das sind Elektroladesäulen hier. Nice. Okay. Egal, immer noch Nadel im Kistenhaufen. Badezimmerschlüssel. Ach, hier in der Kiste scheint es.
Ach, der muss auf Klo. Nein, wie lustig. Okay, komm. Wir versuchen dir zu helfen. Wir wollen zwar die Ziegenweltherrschaft, aber wir wollen dir auch helfen. Wir wollen ja eine faire Ziege sein. Und ne, das sind Bananen. Eine faire Ziege sein und dir das Pinkeln ermöglichen. Ich fürchte nur, du musst noch ein bisschen aushalten. Halte durch! Wir schaffen das! Na, ja, also sag nicht, das ist direkt daneben gewesen. Könnte ich einfach das Ding aufbrechen? Ist hier oben vielleicht was drauf? Kann doch nicht sein. Ach, da. Ne! Was? Werden wir jetzt gerade festgenommen? Hallo? Was soll das denn? Wer bist du? Bist du ein Polizist? Ich bin die einzige Polizei in diesem Bauernhof. Tschüss. Na, ist da schon wieder eine Oma drin? Ne, gut. Ja, okay. Wir helfen dem Typen weiter oder der Frau. Ich weiß gar nicht mehr. Ah, hier oben sind Kisten. Wusste ich's doch. Wir müssen jetzt nur irgendwie... Ja, ist gut, hör auf. Alter, hör auf. Ich bin hier die Polizei. Oh, sorry, gegen den Baum. Das hört sich echt ungesund an. Bist du jetzt K.O.? Nein, immer noch nicht. Kleinen Moment. Wir brauchen ein bisschen Verstärkung. Und zwar... Das Coole ist, ich habe gerade gesehen, man kann hier Fähigkeiten an- und ausstellen. Nice. Okay. Ich kann den auch einfach... Egal. Nee, hör noch nicht. Den Sattel tauschen wir aus und zwar... Yes. Tschüss. Oh. Sollte jetzt erstmal Geschichte sein, der Typ. Ich hoffe zumindest, dass wir jetzt genug Zeit haben. Es kann doch nicht sein. Ziege Pilgor lässt sich von so einem kleinen Häuschen aufhalten. Das geht doch nicht. Mein Gott. Endlich. Ja, da ist der Schlüssel. Lick. Bitteschön. Oh, das sah ungesund aus. Das ist ein bisschen ekelhaft. Mit wie vielen Leuten? Ja. Wunder, ich wollte gerade sagen, Wunder, dass nicht die ganze, das ganze Klo in die Luft fliegt. Bei dem Methan, bei den, weiß nicht, 4, 5 Leuten. Oh, der heilige Pömpel. Ey, steht da noch einer drin? Geh mal raus hier. Oh. Nein. Jetzt habe ich einen Pömpel auf dem Kopf, wie geil. Okay. So, hier gibt es nichts zu sehen. Bitte gehen Sie wieder nach Hause. Und Sie auch. So, alles klar. So. Der ersten Person haben wir halbwegs geholfen. Instinkt anpinnen. Ja, komm, wir können ja mal einen Instinkt anpinnen. Wie geht das denn? Hallo, hallo, hallo. Instinkte anpinnen. Ach, guck mal, hier oben. Freies Feld. Du musst 500 Geld am Automaten abheben. So viel? Kann ich das vielleicht schneller abheben, wenn ich das, Ah, okay. Etwas in allen Ankleideslots. Jetzt können wir gleich noch alles machen. Ich soll noch mehr abheben. Bringt das mehr Geld? Nee. Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit hier, bis ich 500 aus dem Automaten bekomme. Ach, da oben links. Wie viel habe ich jetzt? Für jeden Headbutt gibt es nur ein Geld. Ja, ich mache jetzt die 100 noch voll. Der Rest später. Mal gucken, ob es hier was zu essen gibt. Sieht so dämlich aus, ne? Diesen Pömpel auf dem Kopf. Hier wird nicht gefeiert. Und auch nicht gechillt bei der Arbeit. Oh, sorry.
guckst nur so schief. So. Ah, shit, shit, wir brennen schon wieder. Oh, aber jetzt sind wir vielleicht den Polizisten los. Nein, immer noch nicht. Egal, so. Was können wir als nächstes machen? Hier hatte ich die Benachrichtigung bekommen, aber ich glaube, das war dieses Schlüssel, nee, Kiste im Dingsbumshaufen oder so. Ach, das ist Öl? Ach, wie lustig. Oh, ich rutsche. Das ist auch eine gefährliche Kombination, ne? Brennen und mit Öl beschmiert sein. Ich öle immer noch. Ich rutsche auch immer noch. Ah, jetzt nicht mehr. Oh, warte, jetzt fährt hier ein Auto durch. Ah, ne, es ist schon... Ah, doch. Ha! Bis zur Unendlichkeit. Okay. Ach nee, hier war unsere... Okay. Alles klar, dann gucken wir doch mal auf die Karte, was wir als nächstes machen können. Autoderby. Na komm, probieren wir es einfach mal. Ich will gerne aufhören zu brennen. Ich glaube, wenn ich genug Feuerbälle verschossen habe, höre ich auf zu brennen. So, die Theorie. Oh. Oh. Essen. Mehrspielermodus erhältlich. Ist denn hier auch? Ja, das ist hier. Okay, wir müssen unbedingt den Mehrspielermodus demnächst ausprobieren. Okay, dann gehen wir einfach auf das nächste. Was können wir noch machen? Kinder des Heus. Jetzt irgendwie Kinder des Zeus. Gucken, wie wir unsere Ziegenherrschaft weiter ausbauen können, indem wir Leuten einen Gefallen tun. Uiuiui. Ein Aluhut. Okay, wir sind Offizier. Eine Aluhutziege. Oh Gott. Hat die, ne, hat keine Funktion. Aber ich fand den Pömpel eigentlich ziemlich geil. Nein, das ist dieses Experiment. Wie lustig. Kennt ihr das? Wo die Aluhut-Leute, beziehungsweise diese Verschwörungstheoretiker, beziehungsweise, nee, noch nicht mal, ja, was heißt, also keine Ahnung, die haben auf jeden Fall gesagt, die Erde ist eine Scheibe. Und dann haben die selbst einen Versuch aufgebaut und haben gesagt, ja, wenn hier, wenn wir so zwei Wände mit Löchern aufstellen, wenn die ganz weit entfernt sind, also jetzt nicht so kurz, aber wenn die so ganz weit entfernt sind und man eine Kamera dadurch hält, beziehungsweise von hier guckt und jemand anderes da mit irgendwie einer Lampe oder so steht, dann dürfte die, wenn die Erde rund ist, ja nicht zu sehen sein, weil je weiter die auseinander stehen, desto mehr Erdkrümmung hat man und irgendwann sind die nämlich auf der gleichen Höhe. Weißt du, so, also wenn die auf der gleichen Höhe stehen, ne, so, dann kann man da durch. Weiß nicht, auf jeden Fall, wer es kennt, der hat es gesehen. Wie geil, und das haben die einfach hier reingemacht. Okay, aber es geht weiter noch. Oh. Okay. Opfere einige Vogelscheuchen. Alles klar. Ach, deswegen auch Kinder des Heus oder so. Weil die Vogelscheuchen Kinder... Ach, scheiße, jetzt bin ich schon wieder eingeölt. Ah, hier sind noch die ganzen Vogelscheuchen. Lick. Hey, ich muss dich mitnehmen. Ah, jetzt. Auf, auf. So. Opfere einige. Ja, wie viele sind denn einige? Egal. Okay. Alles klar. Na, verdammt. Hier ist noch eine Vogelscheuche. Nur zwei, drei reichen vielleicht, ja? Hallo. Ja, jetzt komm doch mit. Auf geht's, dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ganz normaler Tag. Versteht zwar nicht, was er sagt, aber scheint gut zu sein. Wir machen es einfach nochmal. Wir brauchen noch eine Vogelscheuche.
Entschuldigen Sie, haben Sie eine Vogelscheuche gesehen? Nein? Schade. Da hinten, oder ist das ein Mensch? Entschuldigen Sie, haben Sie eine Vogelscheuche gesehen? Auch nicht. Da hinten ist doch eine. Ja, hallo, Schlecke die Schleck. Ah, komm mit. Vogelscheuche geleckt. Mhm. Was fliegt denn da hin? Es ist so lustig, ne? Einfach random fliegen hier irgendwelche Sachen entweder in die Luft oder durch die Gegend. Ups. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ich denke. Ich weiß noch nicht, ob ich hier drin bleiben sollte oder weggehen sollte. Oh, wir haben die zum Leben. Ich bin eine Vogelscheuche. Nein. Wie geil ist das denn? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Du hast eine neue Ziege. Geil. Eine Rückwärtssalto ist sogar auch animiert. Also, dass man so... Cool. Ne, wir können auch schlagen. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber eigentlich müssen wir natürlich, ist die Ziege natürlich das Lustige halt am Code Simulator. Aber dass man auch so ab und zu mal als halbwegs Mensch rumlaufen kann. Komm her! Platsch! Oh, schön. Ach, hier ist ein Fahrradweg. Guck mal, wir können sowas aufnehmen. Stoppschild. Guck mal hier, nimm das. Geil. Hey, komm, wo bin ich noch? Wer ist das? Keine Ahnung. Warte, wie kann ich dich mitnehmen? Yes. Okay, die Vogelscheuche ist auch lustig. Oh, wie schön einfach den Typen da mit dem Stoppschild vermöbelt hat. Vermöbeln kannst, mein Gott, ich kann nicht reden. Ich brauche irgendwas zum draufhauen. Irgendwas, was... Apparatur. Oh, das geht auch. Du läufst falsch! Ich zeig dir den Weg. Hier geht's lang. Mal einen Abflug. Warte, wenn du aufstehst. Tschüss. Alles klar. So, wir suchen uns. Was suchen wir? Achso, ja, das haben wir. Ah ja, stimmt. Doch. Vogelscheuche. Ah, guck mal. Und wir haben schon 20.000. Wir können uns das Schwein oder die Giraffe leisten. Tony Shark ist natürlich auch ziemlich lustig. Ah, die müssen wir erst freispielen. Das hier müsste dieses Bananenkostüm sein. Standardeinstellung. Achso, okay. Ah, guck mal. Dieses kleine Schweinchen wurde in einem Mocap-Anzug gezwängt und bekam dafür $1 pro Stunde. Um abzukühlen? Okay. Wie eine normale Ziege, aber groß. Na komm, dann nehmen wir das Schwein. Ach, dann sind wir schleimig, schmierig wie im Schlamm und können über den Boden rutschen. Und das sogar relativ schnell, also ich kann lenken. Das ist ja lustig. Okay. Ach, cool. Okay, aber nee, ich finde die Ziege immer noch am coolsten. Und vor allen Dingen im alten Look hier, bitte. Dann können wir das auch eigentlich wieder ändern. Ich hatte jetzt schon wieder jemand ein Foto von mir gemacht. Die sind auch nice. Mmh, nee, die stören mich. Ah, das ist nicht das Richtige. Gummistiefel.
Regenstiefel. Ist auf richtiges Farmleben. Und per Zufall haben wir wieder eine Trophäe entdeckt. Und gesammelt. 10 von 31. Es geht voran. Aber eigentlich wollte ich ja eine nächste Aufgabe erledigen. Nehmen wir diese hier. Räumungsbefehl. Ach. Hoppla. Ist das ein Riesen-Marshmallow? Ne, ist einfach nur so ein Ding, was angekokelt ist, ne? Ja, hoi. Sorry, aber hier wird nicht gegrillt. Ah, anscheinend doch. Ich krieg's nicht weg. Kts. Kann ich noch weiter hochrennen? Wie hoch kann ich denn rennen? Noch ein Stück. Ah, verdammt. Schade. Okay. Das, was machen die denn hier? Stopfen? Was ist, wenn ich das... Kann ich das... Ja, ja! Oh! Oh. Ey! Upsi! Cool. Ja, nice. Es sind so unerwartete Sachen, die einfach auftauchen. Okay. Ich wollte eigentlich noch da hinten. Tschüss. Was ist hier? Die Musik ist auch geil. Kommt jetzt nochmal so ein Ding raus? Headbutt. Komm schon. Komm raus. Komm ich denn jetzt? Das kann man doch bestimmt wegkicken. Ah, die Musik ist echt gut. Ach! Man kann da drauf gehen und dann wird man hochgeschleudert. Oder war das noch Zufall? Nee, kann man. Okay. Was ist denn, wenn du da mal drauf gehst? Und Abflug. Komm schon. Komm schon. Hallo, Maulwurf. Ah, verdammt. Egal. Mäh. Stimmt, ich mäh viel zu selten für so eine Weltherrschaftsziege. Sorry. Manchmal sieht es ungesund aus. Und dann entschuldige ich mich. Dabei wollte ich's. Ah. Was ein Dilemma. Kann man hier drauf springen? Wenn das jetzt ein Art Trampolin ist, dann... Na gut. Hier gibt es auf jeden Fall Sun and Sun. Ganz saubere Energie. Hier liegen irgendwelche radioaktiven Teile. Und hier ist die Solarenergie angeblich. Ja, alles klar. Geerntete Sonne. Was passiert, wenn man das mit rausnimmt? Kann das irgendwas? Oh, meine Zunge. Meine Zunge! Meine Zunge! Ah! Ah. Oh. Okay, ich glaube, entweder habe ich noch nicht rausgefunden, was man damit groß machen kann. Oh, das kann gar nicht so viel, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nehmen wir mal hier unsere Kutsche. Und testen diese Rampe aus. Weil wir wollen ja eigentlich auch nach da unten rechts. Also beziehungsweise jetzt mittlerweile links. Das war doch gar nicht schlecht. Nice. Ah, wieso bleibe ich denn hängen? Weg da! Oh, sorry, Räumungsbefehl. Verlege den Wohnsitz. Das hört sich ganz schön böse an.
Ich glaube, das wird auch böse. Oh, da ist die Polizei. Ich habe das Gefühl, wir können irgendwas in die Luft jagen. Aber zuerst klimpert hier irgendwas. Ach, das ist auch unsere Aufgabe, wo ich eigentlich hin wollte. Ha! Okay, mal sehen, mal sehen. Ach, verdammt. Nein! Ah, ich drücke mal doppelt drauf. Komm schon, halt dich fest, kleine Ziege. Okay. Oder, wenn das Haus weg ist, komme ich daran. Ja, ich glaube, das ist die Lösung. Okay, also, Attacke. Oh, sorry. Ah. Baboom. Wie kriege ich das Haus weg? Gibt's hier irgendwas in der... Oh. Ich sehe einen großen Abschlepper und frage, wie kriege ich das Haus weg? Und Gas... Ach, verdammt. Und Gas geben! Hä? Gas geben! Komm schon! Komm schon! Yeah! Geil. Tschut, tschut! Ja, so sieht's doch gut aus. Damit sollten die Leute zufrieden sein. Ist ja schließlich mein Farmland. So. Alle sehen zufrieden aus. Glaube ich zumindest. Der kann es immer noch nicht glauben. Hey, wo ist denn das Haus hin? Jungs, habt ihr was gesehen? Warte, ich rufe direkt meinen Chef an. Irgendwie kann das ja nicht sein. Einfach unser Haus weggezogen. Ja, und der rafft irgendwie immer noch nicht, dass das Haus weg ist. Du weißt schon, dass es hier nichts mehr zu berichten gibt. Da ist noch nicht mal eine Kamera drauf. Komm, ich zeig dir mal, wie das geht. Tüdelü. Hm. Kannst du also Bescheid sagen, wenn du Steve gefunden hast? Ich sollte ja Steve aus den Hot Springs... Ach, guck mal. Oh, ein schöner Keller. Jetzt weiß ich, warum die nicht wegziehen wollten. Ist das hier... Ne. Guck mal. Das Plakat. Okay, es ist nur extra der Name hier unten links. Ja. Die typischen Guy Fawkes Masken. Ah ja, Hacker-Gruppierung. War ziemlich cool. Also ziemlich cool, dass sie also so viele Sachen einbauen, wie das mit den Flat Earther und die, wie nennen die sich? Hier die Hackergruppe jetzt. Also die bauen irgendwie ziemlich viel hier in ihr Spiel ein. Der glaubt es immer noch nicht. Egal. So, wir machen mal weiter. Oh, verdammt. So, wir schnappen uns das Auto und wir fahren einfach zur nächsten Aufgabe. Fischen in Massen. Oder in Maßen. Ne, in Massen stand da eigentlich. Okay. Oh, ein goldener Apfel. Da kann ich nicht einfach so vorbeilatschen. Einmal bitte den Weg frei machen. Danke. Ah, die verbotene Frucht. Der Zorn des Herrn ist über dich gekommen. Es klingt, glaube ich, nicht so gut. Glaube ich zumindest. Ja. Hab die verbotene Frucht. Noch jemand?
probieren. Alles klar. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Folgen hat, aber auf jeden Fall. Oh, hier gibt's Dynamit. Hier gibt's Dynamit. Also, was sollen wir tun? Was? Tu es auf die noble Art. Aha, schön. Macht das jetzt Bumm oder muss ich noch irgendwas tun? Gibt es hier irgendwo einen Auslöser? Hallo, Entschuldigung. Haben Sie einen Auslöser? Ach, ich hätte da drauf drücken müssen, ne? Oh. Ja, so. Ah, auf den Knopf muss ich drücken. Alles klar. Komm her. Ah, eigentlich wollte ich nicht im Wasser sein. Aber ich sehe noch keine Fische. Ist auch irgendwie so ein bisschen Dreckswasser hier. Oh, verdammt, was wird das jetzt? Nein! Jetzt kommt immer wieder diese Hand, dieser Arm da rein und zündet mich an, oder? Stellt mich unter Strom, nur weil ich diese blöde Frucht angeleckt habe. Verwende, um die Macht der Ozeane zu entfesseln. Schieße ich jetzt gleichzeitig mit Fischen? Und mit Feuerwerkskörper? Ja, ich denke ja. Ja, doppelt bewaffnet ist immer besser. Wenn ich dagegen laufe. Kann ich das anlecken? Bleibe ich dann dran hängen und wirbel mich drum rum? Wir probieren es aus. Ja, ja, ja. Hier steht ja schon extra eine Treppe für uns. Au. Nee, ich glaube, ich krieg einfach nur auf die Hörner. Hui. Öl die Maschine. Wo ist denn die Maschine? Sag mir doch, wo die Maschine ist. Kann ich dir auch helfen? Wahrscheinlich da, wo Musik ist. Ja, Maschine. Man kann nicht anders, als die Leute hier einfach den Kopfstoß zu verpassen. Die Maschine. Vielleicht ist das ja hier in der Scheune. Es wird zumindest immer noch angezeigt. Ne, jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Sorry. Wird es hier angezeigt? Ah, die ist ja schon wieder hier, oder der? Nein, 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 nein! Ah, ich brenne schon wieder. Geht das jetzt eigentlich das ganze Spiel so lang? Nur weil ich einmal an dieser blöden Frucht gelegt habe. Ja, ist mir aufgefallen, dass ich brenne. Tschüss. So, irgendwas muss ich hier... Hm. Sorry. Hier ist auch Öl. Aber... Oder ist diese Maschine gemeint? Warte, da ist doch ein Schild? Keine Ahnung. Ich versuche mal mein Glück. Okay, ich kann auf jeden Fall irgendwas einölen. Ist aber die Frage. Kann ich nicht hier wieder... Ach, guck mal. Ich frage mich, was und warum. Ja, okay. Wahrscheinlich, weil wir es können. Ich guck mal, was oben drauf ist. Und vielleicht sehen wir von oben. Und wie es oben auf dem Silo aussieht, das erfahrt ihr beim nächsten Mal. Nein, ich will hier keinen künstlichen Cliffhanger einbauen. Ich war einfach nur zu blöd zu checken, dass der Speicherplatz auf meinem PC voll ist. Deswegen hat die Aufnahme hier abgebrochen. Und ungefähr die nächste halbe Stunde habe ich einfach für mich vor mich her gelabert, was auch sehr schön war. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video angeguckt habt oder auch eben nicht.
und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut und fröhliches Zocken.